einfach bis kurz vor dem Ende warten mit Kills, dann einfach, ja, gehst du zum Ersten hin, Messer. Ja, ich bin Erster, cool. Aber hab nur ein Kill dafür gemacht, ja, cool. Sego, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Rage Mode. Ja, ich bin gerade ein bisschen gestresst aufgrund der Tatsache, dass ich vorhin zwei Parts aufgenommen habe. Ein Part Rage Mode und ein Part Survival Games. Doch das Ganze hat leider nicht so ganz hingehauen, weil ich leider mein Headset drin hatte. Das heißt, es hat die falsche Tonaufnahme hingenommen. Und ich hatte zuerst eine richtig kacke Runde, danach eine gute. Also eine richtig Hammer, da wurde ich Erster, und zwar mit fast doppelt so viel Punkten wie der Zweitplatzierte. Und dann die Dritte wurde ich nochmal Dritter, also da wurde ich ein bisschen besser dann. Cool. Danke fürs Punkteklauen, auf jeden Fall. Solche Leute wie die finde ich cool, ne? Das sind genau die Leute, die wir brauchen. Kann ich den nicht getroffen haben? Das ist mir jetzt selbst gerade unbeschreiblich. Bin gerade ein bisschen schlecht. Oh mein Gott. Mann. Ich weiß jetzt gerade nicht. Vorhin hatte ich so coole Runden und dann das. Weißt du was, ich mach's jetzt wieder wie vorhin. Ich aktiviere jetzt einfach mal die Green Motion. Haha, mit deiner Axt kannst du dich verpissen, Alter. Nicht, wenn ich die Green Motion anhabe. Dann läuft da nix. Ah, schade. Hat abgeprallt. Zu weit drüben geworfen. Ah, schade. Aber habe ich ihn noch mitgekriegt. Wir sind auf Platz 4. Ist, denke ich mal, tolerant. Noch nicht perfekt, aber tolerant. Mann, ich bin so enttäuscht von vorhin. Von mir selbst. Bin ich so derbe enttäuscht, dass ich nicht kontrolliert habe, ob mein richtiges Headset drin ist. Ob mein richtiges Mikrofon drin ist. Nein, jetzt hat es einfach mein Headset aufgenommen. Ich bin so traurig. Die Survival Games Aufnahmen war nicht unbedingt perfekt oder so, aber dennoch tolerant. Ich habe eine 3er-Killstreak, krass. Kann nicht mal 360, was soll das? Ist doch nichts wert. Alles, was nicht 360 ist, ist nichts wert. Auf jeden Fall hat man in der Runde vorhin richtig gut noch gesehen, wie ich einfach von Scheiße zu gut gegangen bin. Mann! Habe ich den Kill schon wieder so knapp nicht bekommen. Okay, schon wieder eine 3er-Kill-Streak. Fehlen aber noch 400 Punkte, damit ich wieder gleich gut bin wie vorhin. Also ich hatte wirklich 680 Punkte oder so. Ne, ich glaube sogar genau 680 Punkte. Mann, wieso? Wieso? Es ist so unfair. Ich hasse mich. Vor allem, es ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Wäre es das erste Mal, hätte ich sagen können, ja gut, scheiße, weil ich bin gerade richtig im Stress. Ich muss jetzt 5 Aufnahmen machen. Und eigentlich dürfte ich ja nur bis 23 Uhr aufnehmen. Aber, ja, wir haben jetzt genau 23 Uhr. Weil ich den ganzen Tag konnte ich eigentlich genau ein Video aufnehmen. Da mein Bruder hat jetzt einen neuen PC und bei dem hat irgendwas nicht funktioniert. Und dann muss ich ihn meinen nehmen, um das Ganze zu gucken, was ist kaputt. Und dann konnte ich den ganzen Tag nicht aufnehmen. Und morgen bin ich den ganzen Tag weg. Und oh, das werde ich wirklich nicht hinkriegen. Wir kommen morgen erst um 19 Uhr nach Hause. Also um 19 Uhr ist es fertig. Da müssen wir erstmal noch nach Hause fahren von da. Kann ich sowas von vergessen, dass ich da noch was machen muss. Also heute noch 5 Parts aufnehmen, 6 Parts rendern. Ein Part hochladen.
Halbes Herz. Ich habe mich gerade echt selbst in die Luft gesprengt wegen einem fucking Lag. Klar, mir passiert sowas immer. Hehehe. Okay, ich bin nicht mal Erster mit so vielen Punkten. Das ist echt ein bisschen krass. Urban. Oh mein Gott. Nein. Ich bin auf Platz 2. Ich bin auf Platz 2, Freunde. Hab ihn. Nice. Also gerade feiere ich das Rage-Mode irgendwie ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen. Mann. Ich muss den Ersten finden und ihm eine Axt reinjagen. Aber der ist fast 200 Punkte in Führung. Der hat schon 770, Alter. Was läuft bei dem? Ja. GG. Aber wir haben ja noch 2 Runden Zeit zu gewinnen, Freunde. Doch 2 Runden, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also bis gleich. So, meine Freunde, willkommen bei Runde Nummer 2. Oh ja, so geil. Und das ist doch mal ein richtig geiler Spawn, von dem man mich überall runterschießen kann. Oh, da explodiert schon die ersten Pfeile. Kennt ihr diese Pfeile aus Rambo? Die auch explodieren. Die sind cool, ne? Okay, das war ein Trickshot. Oh Mann. Da hat er mich gekriegt. Dieser Schlawinski, der von hinten kam. Ja gut, wenn ich das so in dieser Stimme sage, ist das irgendwie... Hört sich das nicht schwul an, Freunde. Übrigens, wenn man den Zuschauern etwas sagt, was eigentlich schon so ist, und sagt, das ist nicht so, dann glauben es die meisten einfach. Du bist so ein Hurensohn. Wer hat mich... Wer war das? Alessio. Du wirst getötet, Alessio. Ich bin trotzdem noch auf Platz 1. Richtig, richtig heftig. Aber wo sind die Gegner? Ich finde einfach gar keine Gegner von hier. Es kostet mich Zeit, Freunde. Es kostet mich Zeit. Es kann doch nicht sein. Hier. Ich höre schon ganz viele Pfeile explodieren. Wenn ich schon mal wüsste, was der Typ für einen Skin hätte, dann wäre es mir viel einfacher, ihn zu killen. Das war Frogger Dings so. Alter. Alter, war gewaltiger. Das war also Alessio. Ich habe leider seinen Skin nicht richtig gesehen. Schade. Kannst ja in der Aufnahme nachschauen. Nur dann bringt es mir nichts mehr. Okay, nice. War das noch nicht der 3-Kill-Streak? Nee, ne? Das war ein 2er-Fang. Ach man, immer kurz vor dem 3er killt die mich. Das hört sich auch irgendwie falsch an. Wir wissen alle, was gemeint ist. Nice, hab ihn. Da vorne. Nein, beinahe hätte ich mich bei Alessio rächen können. Okay, jetzt habe ich aber seinen Skin gesehen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Oh, der hat einen 3-Kill-Streak und ich bin nicht mehr auf dem ersten Platz. Oh nee. Das kann ich ja nicht gedulden. Kann ich natürlich gar nicht dulden. Oh, das war ein cooler Schuss. Das auch. Das war die 3er-Kill-Streak, Freunde. Jetzt komme ich mit der Axt hervor. Mit einem Messer hat er mich gekillt. Das ist ein bisschen schade. Weil das bringt ihm einfach absolut kaum was. Das bringt so wenig Punkte. Ich weiß immer noch nicht, wegen es das überhaupt gibt, das Scheißmesser. Das bringt nichts. Oh, scheiße. Wieso versucht er mich mit dem Messer zu killen? Was soll denn das? Das bringt ja keine Punkte. Oder schon?
Kann es sein, dass das mittlerweile mehr Punkte bringt, das Messer? Haben die das irgendwie geändert? Ich glaube nicht, ne? Könnte man auch versuchen rauszufinden, aber nicht jetzt, wo wir auf dem ersten Platz sind. Hab ihn. Nice. Auch wenn ich gestorben bin, das geht in Ordnung. Für Kills sterbe ich gerne, Freunde. Merkt euch das. Für Kills sterbe ich immer gerne. Oh mein Gott. Das ist doch mal... Das ist mal mein Wort, Freunde. Nein! Woher kommen die Schüsse? Nein, scheiße. Zu spät gesehen. Okay, ich bin gerade auch immer noch auf Platz 1, aber die Anzeige spackt gerade ein bisschen rum bei mir. Ja. Du Messerkiller, du. Was bringt dir das? Du musst so nahe sein. Oh Mann. Dieser John the Fox. Ah, das. Ach so. Jetzt weiß ich. Deswegen ist er so gut. Weil das ja zurzeit der erste Platz ist. Nice. Der hat mich auch schon des Öfteren gekillt. Johnny the Fox hat. Jetzt habe ich dich gekriegt, Johnny. Das ist bestimmt Bugs. Dass ich Johnny nennt auf YouTube. Ich verstehe die ganzen Leute nicht, die versuchen mit dem Messer Kills zu machen. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Kann man damit irgendwie Punkte tauschen oder so? Das wäre richtig geil, so eine Waffe, mit der man einfach mal Punkte tauscht. Einfach bis kurz vor dem Ende warten. Mit Kills. Und dann einfach... Ja, gehst du zum Ersten hin. Messer. Ja, ich bin Erster. Cool. Aber hab nur ein Kill dafür gemacht. Ja, cool. Oh, der hat eine 3-Kill-Streak und jetzt ist er wieder vor mir. Das ist nicht so geil. Wirklich. Nein! Okay, nach. Abstauber. Er ist, Alter, wie der jetzt einfach Punkt um Punkt macht. Der ist jetzt 110 Punkte vor mir. Der hat jetzt gerade richtig rasiert, denke ich mal. Oh, schade. GG. Mann, ich bin nur Zweiter. Das geht doch so nicht. Ich muss Erster werden. Okay, schaffe ich das in der dritten Runde Erster zu werden? Man weiß es nicht, aber man wird es sehen. Also bis gleich. So, meine Freunde, willkommen bei Runde Nummer 3. Ja, vorhin hatte ich eine richtig krasse Runde eigentlich. Aber nachher, einer nach dem anderen killt mich mit der Axt. Vor allem, es lag einfach eine Axt am Boden. Ich denke mir so, hey, was ist das? Lauf rein und bin einfach gestorben. Eine Axt, die am Boden lag. Ich meine, okay. Aber wisst ihr was, Freunde? Jetzt aktiviere ich die Green Motion direkt zu Start. Ah, da hinten. Da. Verstehe die ganzen Leute nicht, welche versuchen mit der Axt auf einen loszugehen. Gut, ich bin Platz 2 zur Zeit, aber das heißt noch nichts. Das ist noch aufholfähig. Das nennt man Green Motion, Freunde. Das ist Skill mit dem Bogen. Gut, hier explodieren die Pfeile aber trotzdem. Oh Mann. Bin ich gestorben halt. Nimmt man halt so hin, ne? Gerade so. Was? Die Atmos-Shield oder wie dieser Typ auch immer heißt. Hehe. Dieser Pixel-Hydra oder wie der auch immer heißt. Dieser Atmos. Alter, anscheinend gibt das Messer wirklich viele Punkte. Ich weiß nicht wie viele, aber das gibt anscheinend richtig viele Punkte. Wenn der Messerkills macht und auf Platz 1 ist. Ne, der hat einfach Hex drin. Nice Hex. Alter. Ich war einfach. Der hat mich nicht mal angeguckt und hat mich getroffen. Läuft bei dem. Gegen die Green Motion hat halt niemand eine Chance.
Das sind meine X-Ray-Hacks, Freunde. Ich bin aber immer noch nur auf Platz 3. Das ist ein bisschen beschämend. So. Das hat jetzt ein bisschen lange gedauert, bis ich den Down gekriegt habe. Ein bisschen zu lange. Ich bin auf Platz 2 vorgerückt. Nice. Nein! Den hätte ich echt kriegen müssen. Nein, da wurde, hat mich Platz Nummer 1 gekillt. Oder? Nee, der ist unter mir. Krass. Der ist nach unten gerutscht. Anscheinend bringt das Messer doch nichts. Vielleicht, weil der es zu easy genommen hat, nachher gedacht so, ja gut, ich gehe noch ein bisschen mit dem Messer rauf. Und dann hat ihn das auf Platz Nummer 3 befördert. Also dieser Typ, dieser Steve Skin, der ist ein bisschen, sag mal, kacke, ne? Der ist nicht unbedingt der beste Spieler, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber... Wo geht's hier raus? Ah, gut, okay, hier geht's runter. Ich habe mal wieder den schlechtesten Spawn aller Zeiten erwischt, weil das kostet mir so derbe Zeit, um hier wegzukommen. Ich hasse den Spawn hier einfach. Ich hatte mal eine Runde, wo ich irgendwie 5-mal oder so da hintereinander da gespawnt bin. Das war richtig, richtig gemein. Also sowas hat natürlich dann letzten Endes auch noch mit Glück zu tun. Du wirst mich so schnell nicht aufholen. Atmos-Schild oder wie du heißt. Ups, das nenne ich mal ein Fail. Ein erfolgreicher Fail. Okay. Wie viel Vorsprung habe ich? 50 Punkte. Was? Nee! Er hat 5... Als ob der jetzt so viele Punkte gesammelt hat. Wie denn das? Wie hat er jetzt so schnell so viele Punkte gesammelt? Ich spiel, mit Killstreaks. Der hat eine 3er-Killstreak? Mann. Die Spieler hier sind doch besser, Mann. Später, es in der Nacht wird es besser werden, die Gegner. Das ist das Problem. Deswegen hätte ich viel, viel früher aufnehmen sollen. Mann. Das ist gemein gewesen. Hinterlistig. Jetzt bin ich nur noch auf Platz 4, Mann! Was ist hier los? Ich bin gerade richtig scheiße. Ich muss die Green Motion wieder aktivieren. Okay, gut. Mann, schon wieder bin ich an diesem Scheiß-Spawn hier. Ohne Witz, das nervt. Das ist der schlechteste Spawn aller Zeiten. Und ich spawn andauernd hier hinten. Immerhin bin ich wieder Platz 3. Aber trotzdem. Als ob der direkt dann aufgehört hat, sich zu bewegen. Spieler Pixel... Alter, dieser Pixel-Hydra oder wie der heißt. Der ist richtig gut. Viel Punkt. Der hat 700. Was? Wie hat dieses Atmos-Schild? Alter! Der kriegt manchmal richtige Boosts einfach. Habe ich so das Gefühl. Wirklich, vielleicht macht das Messer wirklich viel Punkte aus. Ich weiß ja nicht. Ja, gut. Ich bin Dritter. Mann. Runden heute waren richtig scheiße. Also die jetzt. Vorhin hatte ich ein paar coole Runden. Ja, gut. Na gut. Ich denke, es ist auf jeden Fall tolerant, was hier so gegangen ist, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die anderen Runden nicht so funktioniert haben. Die waren richtig lustig eigentlich und auch richtig cool vor allem, aber man kann nicht alles haben im Leben. Manchmal sagt das Schicksal zu einem einfach, ne, du hast es nicht verdient. Dann hat man es auch wirklich nicht verdient, leider. Schade. Ist wirklich schade um die ganzen Runden. Aber wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Zeigt mir, dass es euch dennoch gefallen hat. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns hoffentlich ein anderes Mal wieder. Eventuell morgen. Und ja, haut rein. Ciao.